Hi, ich befinde mich heute im Außenbericht. Ich bin nämlich in Berlin und habe gestern Abend diesen Retoureladen gefunden. Und ich würde sagen, wir gehen mal zusammen rein. Ich bin auch vorbereitet. Ich habe Tüten, ich habe Taschen. Die Retoure-Queen ist wieder unterwegs. Als wir dann reingegangen sind und erstmal gefragt haben, ob wir in dem Laden überhaupt filmen dürfen, haben wir die super, super liebe Besitzerin kennengelernt. Wo habt ihr denn eure Retouren her? Ganz viele verschiedene Firmen. Wir kaufen LKW-weise. Ah, ja. Ein Traum. Mein Traum. Sie hat voll süß gesagt, so alles hat angefangen mit einer Kaffeemaschine. Eigentlich wollte ich nur eine Kaffeemaschine und dann hat sich das alles weiterentwickelt. Die Kinder waren aus dem Haus. Das war so ein bisschen so ein Projekt in der Rente und daraus hat sich dieses Riesenlager eigentlich entwickelt. Mega nett, die Frau einfach so süß. Es ist einfach deren Herzensprojekt, deren Hobby, ne? Und das Besondere an dem Laden ist, dass man tatsächlich die Gegenstände, sollten sie nicht funktionieren, zurückgeben kann. Man hat eine 2-Wochen-Frist, was ich besonders cool finde. Also es gibt Dinge, die testen, die werden dann auch auf deren eBay-Account verkauft und Gegenstände, die ungetestet sind und das sind die meisten, die eben in diesem Laden stattfinden. Man kann die auch vor Ort ausprobieren. Die haben Steckdosen und alles. Das ist auch völlig okay. Es steht schon der Originalpreis drauf und für welchen Preis sie das verkaufen. Also ich persönlich habe so einen Laden noch nie gesehen. Und ich habe auch das Gefühl, das sind einer der wenigen, die wirklich so kulant sind, dass sie eine Rückgabe annehmen. Die beiden waren einfach mega süß und die haben sich super krass gefreut, dass wir da waren, weil irgendwie kurz vorher auch ein TikToker da war und dann sind 3 oder 4-mal mehr Leute gekommen und so. Also falls ihr in Berlin wohnt oder in der Nähe von Berlin oder mal in Berlin seid, guckt da auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr euch für sowas interessiert. Richtet liebe Grüße von uns aus, weil die sind echt süß. Sie hat uns sogar ins Lager hinten noch reingelassen und hat uns quasi so ein bisschen eine Private Tour gegeben noch. Sehe dich aber auch später, dass du so einen Laden hast. Vor allem, wenn das mal so weitergeht mit den YouTube-Videos, dann muss ich echt eine Lagerhalle. Ich habe mir also Folgendes überlegt. Ich habe Vanessa in den Laden geschickt und sie sollte mir eine eigene Überraschungsbox quasi zusammenstellen. Und diese Gegenstände gucken wir uns jetzt mal an. Bist du bereit? Ja, ich bin so gespannt, was du geholt hast, wirklich. Ey, die Sachen sind, also bei den meisten hatte ich immer nur gedacht, what the fuck. Ich habe 412 Euro bezahlt. Der Warenwert sollte um die 600 Euro liegen, meinte er. Und hat mir auch noch einen Rabatt gegeben, muss ich dazu sagen. Ich habe am Ende wirklich nur 300 Euro bezahlt. Aber ich glaube, es gibt so oder so einen Mengenrabatt. Wenn ihr da hingeht und eine bestimmte Menge kauft, rabattieren die euch das auch nochmal. Also ey, ganz ehrlich, wo gibt's sowas? Ja. Ja, die waren super. Also die waren super, so wirklich. Also Liebe nochmal an euch. Ja. Okay, lasst uns den ersten Gegenstand reinholen. Ich weiß nicht, wo gibt's sowas? Ja. Okay, ich mache Augen zu. Ja, ich bin ein bisschen... Okay, was kriege ich hier als erstes? Ah, doch, ich habe ein getestetes Produkt gekauft. Ach, echt? Hier steht drauf, getestet, nice. Funktion okay, neuwertig, eBay, OVP, Tester. Also. Aha. Okay. Ring. Ja, lass es erstmal auf dich wirken. Makes it hot for you. Ist es ein Teemacher? Ja! Nice! Es ist einfach ein Wasserkocher und da ist so ein Teesieb drin und da ist noch Tee. Ey, das ist mega geil. Vielleicht hört ihr es, ich bin etwas angeschlagen. Ey, Leute, ja, mega geil. Machen wir jetzt einen Tee oder was? Ja, machen wir einen Tee. Also, der Online-Preis ist 81 Euro und wir haben den für 55 Euro gekauft. Ei! So, okay. Okay, aber jetzt müssen wir hier auf 100 Grad gehen. Ist das nicht ein tolles Gerät? I'm so excited for my tea. Wollen wir einen Schluck Wodka und so ein Tee? Leckerer ja. Tee. Cheers, Piers. Cheers, Piers. Sowas findet man spannend, wenn man auf seine 30er zugeht. Nur damit ihr schon mal wisst. Ey, okay, ein Produkt, was jetzt nicht wirklich getestet werden kann. Oh, Action. Was ist es? Oh, es ist so ein Desinfektion. Handy-Desinfektion. Ich wollte sowas immer schon mal haben. 48 Euro hat das mal gekostet für 33 Euro. Das ist UVC-Light. Das ist halt Bakterien und Virusse vom Handy entfernen und von allen möglichen Zeug. Hammer. Benutze ich. Ah, guck mal. Hier ist das... Oh, da hat jemand das Kabel nicht.
Doch, ich habe das hier, das Kabel. Mega geil. Und dann legt man so über sein Handy. Wir simulieren das mal. Warte, da rein. So. Und dann hast du einfach ein virenloses Handy. Schon auch voll gut für die Haut, weil immer wenn man sein Handy ja auch so dran macht, absolut. Sind da so viele Bakterien. Und man nimmt es ja mit aufs Klo und überall hin. Wie viel Freude hast du gerade? Ich würde sagen, ich bin so bei einer 6 von 10 bisher. Getestet, würde ich mal sagen. Das wurde getestet. Bubu. Ist es ein Autostaubsauger? Der sieht auch noch voll cool aus. Home and Car Multipurpose Vacuum Cleaner. I love it. Und das sieht voll stylisch aus. Es kann im Auto sein. Du kannst mit deinem Staubsauger runterbringen. Ist das noch aufgeladen? Ja. Oh, warte mal, ich verstreue mal das. Oh, hier ist alles dreckig in deinem Auto. Oh, mein Auto ist voller... Jetzt funktioniert er nicht mehr. Ach, sorry. Ja, hallo? Funktioniert einwandfrei. Hat mal 53 Euro gekostet. Wir haben den für 32 erworben. Kann man sich mal wieder überhaupt nicht beschweren. Du hast ja schon gesagt, wir werden ja nicht jünger so. Wir gehen ja auf die 30 zu. Ja. Und ich habe gedacht, vielleicht brauchen wir das. Okay. Ja. Originalpreis 65 Euro. Wir haben es für 45 geholt. Der Skin Smoother. Nur was die da vorne macht. Die saugt sich so den Arsch. Aber warum testet die das am Arsch da vorne? Ja, weil es die Haut glättet. Als ob das funktioniert. Wer kennst du nicht von Home Dicks Beauty? Das sieht auf jeden Fall stark benutzt aus. Fast schon leicht gelblich, würde ich sagen. Das sieht irgendwie aus, als wäre da so Hautfett schon dran gewesen. Weißt du, was ich meine? Das ist auf jeden Fall hart benutzt. Das Ding ist halt, wir haben halt auch gar nicht in die Kisten reingeguckt. Wir haben die einfach genommen. Ja, aber dann können wir das ja zurückbringen, ne? Auch wieder Kategorie brauche ich, weil ich mir was Neues vornehme und möchte, ich möchte mein Leben verbessern. Ich sag jetzt schon, das hat vorher 9 Euro gekostet und kostet jetzt 3 Euro in dem Laden. Mini-Nostalgie-Wecker. Es ist voll der Lifehack, weil man ja nicht sein Handy mehr im Bett haben möchte. Ach ja, oh, für dich ist cute. Ja, true. Ist halt auch noch ein Nostalgie-Wecker, ne? Der ist so cute. Oh mein Gott. Meinst du, der macht das so ein... Okay, ich habe Hunger. Du hast Hunger? Mhm. Okay. Boom! Popcorn Machine! Ich habe die vorhin schon gesehen und fand die mega, 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 mega geil. Hey! Kostet online 35 Euro, haben wir hier für 20 Euro geschossen. Ich möchte mal gucken, in was für einem Zustand das Ding ist. Sieht sehr unbenutzt aus. Okay. Oh, ich bin so excited. Ich habe richtig Bock jetzt auch auf Popcorn, ne? Ich auch. Chip? Way! Woo! Ah, hey, wie cool! Mega geil! Ich mach uns heute Abend irgendwie Popcorn! Mega geil! Frozen 2! Absolut amazing! Boah, die sind auch richtig gut gepoppt. Du brauchst das für mehr Wohlbefinden. Okay. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. LED-Lichttherapie! Für mehr Wohlbefinden. Wow, 29 Euro, der ist brandneu. Simuliert das natürliche Sonnenlicht. Ich habe so einen tatsächlich schon zu Hause. Ja, das packe ich jetzt nicht aus, wenn das brandneu ist. Hier ist sogar so dieses Klebersiegel. Das könnte man eigentlich so original so nochmal weiterverkaufen. Bist du bereit fürs nächste? Ja. Okay. Das nächste Produkt. Und hast du alles aus dem Kühlschrank geholt. Und let's go! Das ist eine Ice Cream Make. Oh, okay, das ist aber... aufgenommen. Hart benutzt, mal wieder. Alles? Ja, so. Ja. Ich glaube, da passiert schon was. Na, wird schon fest? Ja, eher so dickflüssig, würde ich sagen. Diese Platte muss halt eigentlich arschkalt sein, ne? Ja. Aber ist sie doch, oder? Ja, die ist mega kalt. Ja, so mega kalt auch wieder nicht. Amazing! Du willst ja deine YouTube-Karriere starten, ne? Mhm. Ja, und dafür habe ich dir halt Hilfe geholt. Okay. Bin ich gespannt. Und boom. Ey!
Yay! Crea ein Video, komme un vero Influencer. Wie ein echter Influencer. Gucken wir mal, ob es wirklich stimmt. Der Online-Preis ist 92 Euro für dieses Kit. Unser Preis 59 Euro. Ich finde es auch geil, dass sie schon diese Bewertungen, weißt du, hier stehen haben. Crazy. So, Speicherkarte rein. Ey, wäre das nicht so witzig, wenn ich die nächste Produktreview einfach mit der hier machen würde? Ach, bist du jetzt Vloggerin? Ja. Siehst du mich auch in dem Bildschirm? Klar. Hi Leute, willkommen zu meinem Vlog. Ich habe tatsächlich einen Vlog-Channel. Weißt du das überhaupt? Ja, ich habe einen Vlog-Channel. Kels Phone. So steht eurer Influencer-Karriere wirklich gar nichts mehr im Weg. Hallo, folgt gerne meinem YouTube-Kanal, Kels Phone. Das ist Kelly und ich bin Vanessa. Das hat mich auf eine absolute 9 von 10 getrieben. Wir bleiben mal in dieser Kategorie. Hm? Spielsachen. Ja. Und Action. Den hab ich schon. Aber hast du auch die App? Ist eine Fernbedienung, oder? Nee. Wie? Der Online-Preis ist 23 Euro. Wir haben das für 16 Euro genommen. Oh, der ist abgebrochen. Oh, deswegen wurde er zurückgeschickt. Oh, ich kaputt. Mir geht's ja nicht so gut, ne? Ja, ich bin ein bisschen am Kränkeln. Ich habe das früher mal bei meiner Schwester gesehen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber you're welcome. Bestimmt geht's jetzt besser. Okay. Kennst du das nicht? Nein. Siehst du, wie das rote Licht auf die Brust erscheint? Meinst du, es sieht auf jeden Fall sehr demoliert aus. Der Online-Preis ist 60 Euro. Wir haben es gekauft für 39 Euro. Es riecht wie eine Fritteuse. Ist auch in einer Karstadt-Tüte eingepackt. Ich das ist nicht das richtige Produkt? Oh mein Gott, das ist was komplett anderes. Das kann natürlich auch passieren. Surprise Box! Das ist einfach, glaube ich, ein Russell Hobbs Smoothie Maker, der absolut super used ist. Wer schickt sowas zurück? Ja gut, da müssen wir jetzt auch nicht weiter drin rumkramen. Ich glaube, es ist klar, was hier passiert ist. Ja, war ein schöner Versuch auf jeden Fall. Ich bin einfach ein Haushaltsfan. Ich sag's, wie es ist. Nice, nice, nice. Okay, und Action! Dampfbürste, jawollo! Wer weiß, ob wirklich eine Dampfbürste drin ist? Da können wir uns ja jetzt mittlerweile echt nicht mehr sicher sein. Oh, is she pretty? She's so fine! Von Grundig, das ist auch eine stabile Firma. Oh! Ich habe kurz gezweifelt. Ja. Ich habe kurz gezweifelt. Aber guck mal, wie viel da auch rauskommt. Wow! Hammer! Love it! Das ist das letzte Produkt. Schweißer. Vakuumierer. Vakuumiergerät, lol. Statt 35 Euro für 24 gekauft. Vakuumiergerät braucht man ab einem gewissen Zeitpunkt in seinem Leben. Wenn du so viel garn willst. Ich habe noch nie was vakuumiert. Braucht man da nicht dafür nicht so Folien? Die sollten eigentlich da drin sein. Fünfmal included. Da sind aber keine. Oh, da hat jemand die Folien rausgenommen. Da hat jemand die Folien rausgenommen, ja. Vakuumiert. Alles in allem mega geile Produkte. Und ganz ehrlich, ich glaube, Service ist bei sowas am wichtigsten. Und die beiden waren wirklich so nett und bieten Leistungen, die es eigentlich nirgendwo anders gibt. Das ist einfach eine absolut glatte 10 von 10 ist von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Guckt auf jeden Fall bei Vanessa vorbei. Da haben wir auch unzählige Videos schon gedreht. Und auch neue und alte und alles, was das Herz begehrt. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bye! Abonniert meinen Kanal.